Markus, der hier heute und öfter. Und da rüberziehen. Der kriegt dann noch nichts. Der kriegt's extra. Ich hab das hier. Ja. So, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Fans und alle Zuschauer, die jetzt live dabei sind auf unserem YouTube-Kanal anlässlich der Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Marco Antwerpen. Und gleichzeitig werfen wir auch noch einen Blick auf das nächste Spiel, das Südwestderby gegen Waldhof Mannheim. Ansonsten reden wir über den Trainer und über die Entscheidung. Und da freue ich mich ganz besonders, hier auf dem Podium neben unserem neuen Cheftrainer Marco Antwerpen auch den Beiratsvorsitzenden Markus Merk begrüßen zu dürfen. Kurz zum Ablauf. Die Medienvertreter haben uns im Vorfeld Fragen zukommen lassen. Es sind sehr, sehr viele Fragen da. Ich bitte um Nachsicht, dass wir nicht jede Frage einzeln stellen können, sondern die zusammenfassen. Und ebenfalls bitte ich um Nachsicht, dass ich Fragen, die dann in einem Statement schon beantwortet sind, dann nicht nochmal stelle. Ja, dann reden wir gar nicht groß drum rum, sondern fangen an. Und dann übergebe ich das Wort als erstes Mal an den Beiratsvorsitzenden Markus Merk. Markus, das Wort geht an dich. Wie sind die letzten Tage gelaufen? Ja, Rossi, vielen Dank. Also sehr geehrte Medienvertreter, aber vor allen Dingen natürlich auch liebe Fans und Mitglieder. Ich glaube, alle, wir sind bewegende Stunden, wir wissen das. Und wir sind ein Traditionsverein und es ist natürlich auch so gekommen, dass die Tradition uns oft zeigt, dass wir hier zu Pressekonferenzen zur Vorstellung eines neuen Cheftrainers sitzen. Glauben Sie mir, es sind schwere Tage, es ist nie unser Ziel. Nur ganz kurz, und das ist an dieser Stelle mir besonders und uns, dem FCK, dieser FCK-Familie sehr wichtig, uns zu bedanken bei unserem Trainer Jeff Saibene mit seinem Co-Trainer für die geleistete Arbeit hier. Aber das ist natürlich auch ein Tag, ein Moment des Aufbruchs. Wir schauen nach vorne und die Pressekonferenz ist nicht wegen uns, sondern wegen unserem neuen Cheftrainer Marco Antwerpen. Und deswegen ist mir in diesem Augenblick vorab unglaublich wichtig, Marco, dass die ersten Worte dann dir gehören sollen. Ja, vielen lieben Dank, Markus. Möchte natürlich auch alle hier herzlich begrüßen. Freue mich, dass ihr mir das Vertrauen ausgesprochen habt, hier die Cheftrainerposition in Kaiserslautern anzunehmen. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir einen erfolgreichen Weg gehen können. Dankeschön fürs erste Statement und dann geht's an die Fragen. Ja, Marco, dann fangen wir gleich mal mit dir an. Die erste Frage oder eine Frage, die sehr oft kam, war natürlich die Gründe für deine Entscheidung und zusammengefasst die Frage, wie lange musstest du überlegen, als die Anfrage kam und warum hast du letztendlich dich für den FCK entschieden? Ich habe eigentlich ein gutes Bauchgefühl und ich musste nicht lange überlegen, um diese Entscheidung zu treffen, dass ich das hier gerne machen möchte. Der Reiz in so einer Aufgabe ist, glaube ich, immer die Größe, die Tradition und die Leidenschaft der Fans für ihren Verein. Und ich glaube, die ist hier extrem gegeben. Und ich finde das herausfordernd, unseren Fans gute Leistungen anzubieten. Und das ist unsere Aufgabe und der wollen wir uns jetzt stellen. Dankeschön. Und Markus, dann spiele ich den Ball wieder zu dir. Die Frage, die auch mehrmals kam, ist, was war denn das Anforderungsprofil für den neuen Trainer? Warum hat sich der FCK für Marco Antwerpen entschieden? Und auch noch die Frage, wer denn die Entscheidung getroffen hat? Ja, ich möchte natürlich alle da ein bisschen in die Praxis mitnehmen, wie so ein Entscheidungsprozess letztendlich geführt wird und wie es letztendlich zur Finalisierung kommt. Wir sind ja alle über eins bewusst und klar. Wir kennen die Situation unseres Clubs seit vielen Wochen, beobachten es intensiv. Und dann hast du natürlich allein schon deshalb, weil wir praxisorientiert sind, weil wir Fußballer sind. Manche nennen das eine Shortlist, da brauche ich aber kein Stück Papier dazu. Sondern wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, Varianten im Kopf.
Wir haben natürlich Trainernamen im Kopf. Und ich sag mal, das sind insgesamt so immer 10 und es finalisiert sich dann irgendwann und irgendwo auf 5. Wir sitzen in den Gremien zusammen, vor allem in unserem Beirat und natürlich immer absolut mit unserem Geschäftsführer Sören Olli Vogt. Wir informieren uns in alle Richtungen und dann war es klar, wenn irgendwann der Moment kommt, wir müssen vorbereitet sein. Und für uns war es auch insgesamt wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir schnell nach einer Freistellung eines Trainers auch wieder handlungsfähig werden in dieser Zeit. Aber es ist eben auch so, dass es unser Ziel ist, immer zu handeln und nicht anzufangen, irgendwann zu diskutieren. Und ich kann jetzt die Situation darstellen nach der Niederlage am Samstag. Wir haben dann entschieden, sofort nach dem Spiel, dass wir die Freistellung bekannt geben. Das war dann gegen 20 Uhr. Und dann in die Finalisierung der Trainerfrage gehen. Und kann dann auch sagen, dass wir in puncto Trainerfrage dann noch zu diesem Zeitpunkt 3 Kandidaten hatten. Wir haben dann die Gespräche intensiviert. Und ich möchte auch, weil gerade Marco Antwerpen, wir brauchen uns weniger über die Namen zu unterhalten, die nicht unser neuer Cheftrainer sind, sondern primär über Marco Antwerpen. Ich habe dann Samstagabend mit Marco telefoniert und ich möchte nur zwei Dinge anführen, die mich in diesem Gespräch, nachdem wir 1,5 Jahre irgendwo immer in Kontakt sind, die mich begeistert haben. Ich habe gefragt, ein neuer Cheftrainer, wenn es Marco Antwerpen wäre, wie schnell könnte er zur Verfügung stehen? Und er hat mir in diesem Gespräch geantwortet, ich komme über Nacht zu Fuß. Das Zweite in diesem Gespräch war, wir haben ein sehr wichtiges Spiel, das nächste Spiel für unsere FCK-Fans, vielleicht immer das Spiel des Jahres gegen Waldhof Mannheim. So ganz provokativ, das ist ja ein ziemlich harter Einstieg für einen neuen Trainer. Und er hat zu mir gesagt, das ist das Spiel, wenn es nicht so wäre, ich würde es mir wünschen. Mehr Überzeugungskraft kann es eigentlich nicht geben. Und andere Namen, um das auch vorab kundzutun, Thorsten Lieberknecht, mehrere Gespräche mit Thorsten geführt, aber es sind eben immer wieder diese Dinge, ist die Verfügbarkeit da, ist der Wille da, letztendlich auch die Wirtschaftlichkeit. Thorsten hat zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung gestanden. Deswegen sind das Namen, die nicht zur Diskussion stehen. Und dann haben wir natürlich nicht nur externe Informationen über einen langen Zeitraum, sondern auch interne. Wir sind da vorbereitet, ich habe es gesagt. Und Fritz Fuchs, unser Beiratskollege, der hat seine eigene Erfahrung auch schon über viele Jahre oder seit Jahrzehnten mit Marco Antwerpen, um nur auch mal zu dokumentieren, wie wir hier in diesem Verein aufgestellt sind. Fritz, vielleicht so ein kurzes Statement von dir, weil du ja in dem Entscheidungsprozess auch mit stark involviert warst. Ja, erstmal guten Tag von mir aus hier in dieser schweren Zeit. Es ist ja so, die aktuelle Situation erfordert ja Maßnahmen, die ungewöhnlich sind. Und in dieser Situation, ich war ja oft selbst als Trainer in Mannschaften übernommen, die im Abstiegskampf waren, Überlebenskampf waren. Und das ist jetzt für uns jetzt in dieser Zeit ein Kurzstreckenrennen. Das heißt, in einer solchen Situation, das Wort Feuerwehrmann will ich nicht aussprechen, sondern die Fakten, einen Trainer zu holen, der in diese Situation reinpasst, der in der Lage ist, kurzfristig die Mannschaft so weit zu bringen, damit wir Punkte holen, damit wir eben die Klasse halten. Das muss das Ziel sein. Das war das Ziel. Und deswegen, man hat mich gebeten, meine Meinung über bestimmte Trainer, die im Fokus waren, zu sprechen. Besonders über Marco Antwerpen hat man mich gebeten, eben mal, weil ich ihn schon lange kenne, er war mein Spieler damals, ich habe ihn von Preußen Münster zu Rot-Weiß Essen geholt. Und Marco war ein Spieler mit einer unglaublich positiven, guten Mentalität. Ja, das war der alles immer gegeben hat. Ich habe ihn dann natürlich, wie alle meine Spieler, die bei mir trainiert haben, habe ich den Laufbahn als Trainer verfolgt und er hat ja in Ferl, glaube ich, angefangen, dann Viktoria Köln hat er Meister gemacht, er hat dann Preußen Münster vom Abstieg gerettet in der dritten Liga, hat sie der Saison danach auf den 4. oder 5. Platz geführt, er hat Braunschweig hinten übernommen, hat sie zum Aufstieg geführt,
Und seine persönliche Mentalität, sein Charakter, sein Durchsetzungsvermögen, seine Präsenz, sein Wille, seine Fachkenntnis in Sachen Fußball. Und ich weiß, dass er ganz schnell im Auffassungsvermögen die Mannschaft so analysieren kann, dass er kurzfristig auch die richtige Aufstellung, die richtigen Worte findet. Und das habe ich eben den Verantwortlichen mitgeteilt. Und die haben dann entsprechend die Entscheidung getroffen. Dankeschön. Dankeschön, Fritz Fuchs. Sehr interessant, da auch mal einen Einblick zu bekommen in die Trainersuche. Dann kommen wir weiter und arbeiten noch ein paar Fragen ab. Zunächst mal noch ein paar Fragen an Marco Antwerpen. Zunächst die Frage nach dem Vertrag ist mehrfach aufgekommen. Ist der Vertrag unter Umständen erfolgsabhängig, ist ja die Frage. Ja, zu viele Inhalte möchte ich jetzt eigentlich nicht preisgeben, aber auch da ist es logischerweise so, dass Verträge auch erfolgsabhängig sind und das ist auch in meinem Fall so. Sehr schön. Dann kommen wir zum Thema Fußball. Hier ist die Frage mehrmals da. Herr Antwerpen, wie ist Ihre grundsätzliche Fußballphilosophie? Wie stellt sich Marco Antwerpen Fußball vor und welches System und welche Spielweise passt aus Ihrer Sicht zum FCK und der aktuellen Mannschaft? Also da muss ich sagen, das finde ich eigentlich die interessanteste Frage, die eigentlich auch immer wieder auftaucht nach einer Spielphilosophie. Und da muss man, glaube ich, einige Dinge einfach auch mal berücksichtigen. Kannst du als Trainer deine Spieler oder deinen Kader so planen, wie du das ganz gerne möchtest und vorhast? Ich glaube, dann kann man auch erstmal Dinge entwickeln. Ich habe jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander habe ich Mannschaften übernommen und da musst du halt sehen, was primär wichtig ist. Ist deine Spielphilosophie wichtig oder ist es wichtiger, erfolgreichen Fußball zu spielen? Und dann entscheide ich mich halt immer erstmal für den erfolgreichen Fußball, dass wir Punkte holen, dass wir Siege, glaube ich, oder dass wir Spiele gewinnen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Ich mag offensiven Fußball. Ich glaube, wie das, glaube ich, jeder mag. Ich habe offensiven Fußball bei Viktoria Köln spielen lassen. Wir haben es mal in Preußen Münster auch geschafft, offensiv zu spielen. Und klar mag ich das. Ich mag aber auch gerne, dass ich wenig Gegentore bekomme. Und in Braunschweig war die Situation ein bisschen anders. Da haben wir es halt ein bisschen defensiver spielen lassen. Aber auch das kann erfolgreich sein. Und wie gesagt, erfolgreicher Fußball steht bei mir im Vordergrund und die Spielphilosophie angepasst daran. Aber wie gesagt, erfolgreich ist für mich eigentlich das Wichtigste. Wenn wir gerade schon beim Thema Kader waren, da ist noch die Frage auch mehrfach da. Der FCK hat mit Anas Wahim und jetzt erst neulich mit Marvin Sänger und Felix Götze drei Wintertransfers getätigt, drei Spieler verpflichtet. Die Frage war, in welchen dieser Transfers warst du als Trainer bereits eingebunden? Genau, also Marvin Sänger habe ich auf dem Weg mit Felix Götze am Montag auf den Weg gebracht, dass wir diese beiden Spieler noch holen, weil wir, glaube ich, die Situation hatten, dass mit Yannick Bachmann noch ein sehr kopfballstarker Spieler als Defensivspieler den Verein verlassen hat. Und wir uns dann einfach entschieden haben, nochmal zwei jüngere Spieler, die auch die U23-Regelung erfüllen, hier zum Verein zu holen und die uns mit Sicherheit auch verstärken werden. Anas Wahim war praktisch nicht, da warst du nicht mehr involviert, aber ich glaube, du kennst ihn nicht. Schon, ich kenne den Spieler, ja genau, kenne den Spieler schon seit längerer Zeit und ich finde es eine gute Verpflichtung. Werden wir auch in den Spielen jetzt sehen, die jetzt kommen. Aber wie gesagt, auch da ist es immer wichtig, Spieler müssen sich akklimatisieren. Die müssen auch erstmal ankommen, die müssen integriert werden. Genau wie jetzt eigentlich auch zwei neue Trainer integriert werden müssen in den Verein. Und dann sind alles Prozesse, die halt auch immer ein bisschen dauern. Und aber wir werden das schnell voranbringen und schnelle Entscheidungen treffen. Thema schnelle Entscheidung, auch dazu liegen Fragen vor. Und zwar, was sind die Sofortmaßnahmen, worauf wird es jetzt aktuell ankommen? Also welche Maßnahmen kann man als Trainer jetzt direkt ergreifen? Und wen sehen Sie als Trainer in der Gruppe der Spieler an, die nun vorne weggehen müssen? Und dann noch die Frage daran anknüpfen, ob du die Kapitänsfrage neu bewerten möchtest und eventuell einen neuen Kapitän bestimmen möchtest oder bestimmt hast. Drei Fragen muss ich jetzt alles hintereinander bringen, ne? So ist es. Ja, okay. Deswegen, wir haben Dinge schon auf den Weg gebracht. Ich möchte schnelle Entscheidungen hier in der Mannschaft haben und dementsprechend haben wir dem Carlo Besekinger auch erstmal mitgeteilt, dass wir ihn nicht als Kapitän sehen und wir ihm diesen Rucksack, glaube ich, einfach erstmal abnehmen wollen. Und der Jean Zimmer wird uns am Samstag auf den Platz als Kapitän führen.
Wir haben dazu die erfahrenen Spieler geholt, weil die mit solchen Situationen eigentlich auch immer sehr, sehr gut umgehen können. Dazu kommt Kevin Kraus, Alexander Winkler, Tim Rieder und Marvin Poirier. Bei Marvin müssen wir mit der Emotionalität immer ein bisschen schauen, dass wir das alles in den Griff kriegen. Aber ich habe mit dem Spieler gearbeitet, also von daher pflege ich mit ihm ein gutes Verhältnis. Aber auch diese Spieler alleine werden das nicht schaffen. Ja, wir müssen als Mannschaft müssen wir einen extremen Zusammenhalt an den Tag legen. Ich glaube, wie wir ja alle hier im Verein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir füreinander einstehen und dass wir aus einer schwierigen, komplizierten Situation rauskommen. Aber wir sollten den Glauben an die Mannschaft nicht verlieren, weil die Qualität in der Mannschaft ist da und das werden wir in den nächsten Spielen auch an den Tag legen. Du hast die Mannschaft gerade angesprochen. Hier ist dann noch die Frage eingegangen. Heute Morgen ja das erste Training mit der Mannschaft. Beschreiben Sie Ihre Eindrücke. Was für ein Team haben Sie vorgefunden? Ja, aber gleich habe ich mir sagen lassen, Fritz-Walter-Wetter. Also es hat in den Strömen geregnet und vielleicht ist das schon ein ganz gutes Omen gewesen. Ich habe mir gestern schon das erste Training angeschaut. Die Spieler sind sehr fokussiert und sind sehr konzentriert. Und wir wollen jetzt zusammen einen Weg gehen. Und ich glaube, das wollen wir auf den Weg bringen, wollen gute Leistungen zeigen. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal sehr, sehr wichtig für uns. Dann nochmal eine Frage an Markus Merk. Markus, man ist ja auch durchaus selbstkritisch und daher ist die Frage auch hier da, die wir stellen wollen. Marco Antwerpen ist der dritte Trainer der Saison. Da muss man nicht drum rumreden, dass in der Saison einiges schiefgelaufen ist. Inwiefern hinterfragt man sich dann innerhalb des Gremiums auch mal selbst? Also wir sind mehr als selbstkritisch. Ich glaube, bei uns hinterfragt sich jeder immer und immer wieder. Wir tun das persönlich, wir tun das in den Gremien. Fritz wird das bestätigen. Und natürlich sind wir ein Gremium, das überwiegend dazu da ist, eben beratend für die Geschäftsführung da zu sein, in schwierigen Situationen die Geschäftsführung zu unterstützen. Aber wenn wir natürlich sehen, es geht um unseren FCK und wir dann feststellen, dass wir in unserer professionellen sportlichen Analyse einfach mehr ein Stück weiter nach vorne gehen müssen, eingreifen müssen, da sind wir dazu im Sinne unseres Vereins verpflichtet. Deswegen hat sich diese Situation insgesamt so ergeben, wie Fritz es eben angekündigt hat, dass wir sehr nah noch mal enger zusammengerückt sind in der Gremienarbeit, im Informationsaustausch und die Gesamtstruktur des Vereins, das, was wir schon seit Wochen tun und was ja in naher Zukunft für uns auch ganz, ganz wichtig sein wird. Heute ist ein Momentum, aber dass wir die Gesamtstruktur einfach in eine professionelle Zukunft führen, da sind wir lange intern aktiv. Und in dieser Situation waren wir als Gremium eben stärker gefordert, als es sonst normalerweise üblich ist. Und was uns auch viel lieber wäre, wenn wir in Ruhe im Hintergrund arbeiten könnten. Dann noch, Markus, das Thema, das sehr oft kam, die Frage zur Personalie Boris Nozon. Ja. Die konkreten Fragen sind hier, warum der Boris Nozon diesmal nicht in die Trainersuche eingebunden war, welche Aufgaben Boris Nozon aktuell ausführt. Und ob es zielführend ist, den Sportdirektor in der jetzigen Situation aus der Trainersuche rauszunehmen? Ja, viele Detailfragen auf einmal, die aber das gesamte Bild eigentlich, was wir jetzt erfüllen wollen, insgesamt abrunden. Ich möchte es, auch wenn ich oft betont habe, aber es kommt natürlich nicht überall so an. Boris Nozon leistet hier in diesem Verein bei unserem FCK eine sehr wertvolle Arbeit. Ich weiß, dass es viele nicht hören wollen, weil es natürlich einfach ist, zu kritisieren. Und wir wissen genau nach unserer Analyse, was diese positiven Eigenschaften sind. Und da unterstützt uns Boris Nozon, wie jetzt auch wieder gesehen. Marco hat es gesagt, die beiden Neuzugänge, Marvin Sänger, Felix Götze, das war ja so die Inspiration von ihm. Und Boris Nozon hat daran gearbeitet, dass diese Umsetzung am Montag, am letzten Transfertag überhaupt noch möglich war. Bei der Trainersuche und der Trainerfrage haben wir uns in Gremien mit unserem Geschäftsführer Sören Olli Vogt eben entschieden, Boris Nozon aus dieser Verantwortung herauszunehmen. Das heißt nicht, weil wir da partout Misstrauen gegen Boris Nozon haben, sondern weil uns die Situation, die Erfahrung gezeigt hat und die jetzige Situation, dass man Menschen auch in der Öffentlichkeit vor bestimmten Situationen, bestimmten Entscheidungen schützen muss. Das war unser Weg, das war unser Commitment. Und die Zusammenarbeit mit Boris Nozon, wie die in Zukunft aussehen wird in unserer Struktur des Vereins. Ich
habe es gerade gesagt, wir wollen da in vielen Dingen wesentlich professioneller werden. Die werden wir in den nächsten Tagen, werden wir die genau analysieren, erörtern und uns abstimmen. Dazu dann noch ergänzend die Frage zum Thema, du hast sie angesprochen, Umstrukturierungen in der sportlichen Leitung. Hier ist die Frage, wie ist der Stand bei der Suche nach einem sportlichen Verantwortlichen? Wann werden Sie diesen präsentieren und waren die Kandidaten auch bereits bei der Trainersuche eingebunden? Und die Frage kommt gleich nochmal, ob der neue sportliche Verantwortliche in die Trainersuche eingebunden war. Ja, erstmal vielen Dank für diese Fragen oder die Frage, die dann von mehreren Seiten auf uns zukommt. Das zeigt doch alles eins, dass wir alle das gleiche Interesse haben, diesen Verein in eine bessere Zukunft zu führen. Sportlich vielleicht komplett neu auszurichten in vielen Bereichen. Das war immer in unserem Gedankengang und vielleicht auch so eine Situation, die wir jetzt haben mit dieser sportlichen, mit dem Ist-Zustand, motiviert und treibt uns das natürlich noch umso mehr an. Ich möchte klipp und klar sagen, dass für mich heute wichtig ist, nochmal Marco, ganz entscheidend, das ist der Tag, um dich vorzustellen und alles andere, diese Randthemen, die ich gerne natürlich beantworte. Ja, es ist so, dass wir in dieser sportlichen Ausrichtung gerade in den letzten 48 Stunden neben der großen Thematik, der ersten Thematik, neuer Cheftrainer, auch da vorangekommen sind und schon sehr konkret sind. Natürlich werden Sie alle verstehen, dass Namen in diesen Stunden für uns auch hier wieder keine Rolle spielen. Wir müssen es finalisieren. Und auch das kann ich sagen, wenn wir die Gesamtstruktur betrachten, da gibt es das ein oder andere Gespräch. Das gehört auch zu der Meinungsbildung dazu, wie wir intern sie haben, wie wir sie extern haben, dass man mit Leuten, mit denen man in Zukunft zusammenarbeiten will, Vertrauen schaffen will, dass wir ein Team formieren wollen, das unseren FCK in die Zukunft führt. Und deswegen gibt es da auch im Hintergrund Absprachen. Nageln Sie mich und uns nicht fest. Sie wissen, dass es mutig, dass wir mutig sind. Das habe ich am Wochenende gesagt, wir wollen schnell handlungsfähig sein, schnell einen neuen Cheftrainer präsentieren. Das haben wir getan. Es war uns wichtig, dass Marco auch sofort hier ist, dann die zwei Corona-Tests macht. Wir haben alle eine unfassbar schwierige Zeit. Für mich uns war es wichtig, dass bevor wir hier sitzen, eine Pressekonferenz, dass Marco dort ist, was wo es jetzt am wichtigsten ist, bei der Mannschaft vorab. Das sind entscheidende Faktoren. Jetzt sind wir hier und ich habe es dann auch gesagt am Wochenende, dass wir diese sportliche Ausrichtung sehr schnell hoffen zu finalisieren und dann werden wir wieder uns wahrscheinlich hier treffen mit den nächsten Neuigkeiten. Glauben Sie mir, wir schlafen nicht, sondern wir tun alles, um diesen Verein in eine bessere Zukunft zu führen. Wirtschaftlich, da haben wir Riesensteine weggeräumt in den letzten 13 Monaten. Und sportlich. Und da sind wir gefordert, und ich sage es auch nochmal gern, da sind wir selbstkritisch genug, dass wir auch wissen, dass da nicht alles perfekt gelaufen ist. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt mal wieder zum Sportlichen. Und zu dir, Marco, zunächst nochmal die Frage zu deinem Co-Trainer. Als Co-Trainer kommt Frank Döpper mit. Können Sie zu ihm ein paar Sätze sagen? Woher kennen Sie sich und wieso ist die Wahl auf ihn gefallen? Also ich habe mit Frank 2000 bei Fortuna Köln gespielt. Seitdem ist der Kontakt, glaube ich, nie abgerissen. Er hat in der Vergangenheit jetzt für einige Vereine als Co-Trainer gearbeitet. Und ich hatte jetzt den Eindruck für mich mal gewonnen, dass ich mal wieder neue Impulse, neue Feedbacks brauche von einem anderen Ansprechpartner, der mich vielleicht auch mal ganz anders sieht und mir vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt, der in die andere Richtung geht. Das fand ich für mich jetzt ganz wichtig. Ich hatte vor Kurtulus Öztürk auch Klaus Koster, mit dem habe ich sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und jetzt war für mich mal wieder die Zeit, es mit einem anderen Co-Trainer zu versuchen. So, dann kommen wir jetzt mal richtig zum Sportlichen. Und zwar kommt hier einmal die Frage, welche Stärken und Schwächen hat die aktuelle FCK-Mannschaft? Wie weit konntest du das schon beurteilen? Und was kannst du in der kurzen Vorbereitung auf das wichtige Spiel am Samstag der Mannschaft jetzt noch oder jetzt schon in die Hand geben? Ja, glaube ich. Erstmal sind wir in einem Bereich, wo wir Spiele gewinnen müssen. Ich glaube, das ist erstmal das erste Kriterium, was wir erfüllen müssen. Und ich glaube, wir haben eine Situation, wo wir im Offensivbereich, glaube ich, viele Torchancen haben, aber diese nicht erzielen. Und ich finde, das ist aber erstmal schon mal ein gutes Zeichen. Man hat Torchancen. Und jetzt geht es eigentlich darum, das Selbstbewusstsein zu stärken, um diese Chancen auch zu nutzen und in Tore umzumünzen. Ich glaube, wir haben die Spieler dafür.
Kenne halt viele Spieler, die das halt auch auf den Weg gebracht haben oder die das schon in der Vergangenheit gezeigt haben. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Die Offensive angesprochen, hier ist folgende Frage da. Wie können Sie der doch recht netten und harmlosen Mannschaft die nötige Torgefahr und das nötige Tempo verleihen? Und ganz speziell die Frage, braucht Marvin Poirier einen zweiten Stürmer neben sich? Ja, auch das ist mal eine Möglichkeit. Marvin kennt das. Der hat mal mit einem zweiten Stürmer auch mal bei mir in Braunschweig gespielt. Also das sind Ausrichtungen, die gehen immer mal. Aber ich finde, wir haben Tempospieler im Kader. Wir müssen die halt auch auf den Platz bringen. Und dann ist es hat es natürlich auch immer was mit der Ausrichtung zu tun. Wie gehst du in ein Spiel rein? Wie gehst du halt in eine eher defensiveren Ausrichtung in ein Spiel? Dann sind die Wege zum Tor halt weiter und du musst halt lange Umschaltsituationen für dich nutzen. Oder versuchst du den Gegner halt auch mal früher zu stören, früher anzulaufen. Dann werden die Wege zum Tor natürlich auch dann kürzer. Und da werden wir einen guten Mix finden müssen, um solche Situationen zu kreieren, auf den Platz zu bekommen, um daraus dann Chancen zu erzielen. Am Samstag steht ja bereits das erste Spiel an und es ist ein ganz besonderes Spiel. Auch hier die Frage, die sehr oft einging. Sie starten am Samstag direkt mit dem großen Derby beim SV Waldhof Mannheim. Ist das für den Trainer ein ideales Spiel für den Einstieg? Oder hätten Sie sich das Derby vielleicht eher ein paar Wochen später gewünscht, nachdem Sie mehr mit der Mannschaft arbeiten können? Und auch gleich nochmal die Frage, freuen Sie sich speziell auf dieses Spiel? Absolut, kann ich sofort sagen. Also das sind Spiele, die, glaube ich, Fußball ausmachen. Und ich hab ein Derby gehabt mit Osnabrück gegen Münster. Das macht richtig Spaß. Und warum soll das nicht der richtige Startpunkt sein, um in eine andere Richtung dann zu gehen und den Fokus dann umzulegen? Ich glaube, die Konzentration wäre sowieso wahrscheinlich schon sehr, sehr hoch gewesen, um in diesem Derby dann 3 Punkte zu holen. Aber ich glaube, jetzt nochmal mit den Impulsen, die wir der Mannschaft geben können, sind wir sehr wohl natürlich auch in der Situation, dass wir dort 3 Punkte erzielen können. Sehr schön. Eine Frage, die auch immer kommt, ist, wie groß aktuell wieder mal der Druck ist und der Druck des Punktenmüssens, auch angesichts der prekären Tabellensituation. Wie empfindest du das Thema Druck? Ja, aber damit muss man umgehen, glaube ich. Also damit müssen die Spieler umgehen und man muss sich dann halt auch immer fragen, ob das dann halt der richtige Verein für mich ist. Also muss die mentale Stärke halt an den Tag legen, um Spiele zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das gibt es in Einzelsportarten wie Tennis, dass du mental halt sehr stark sein musst. Und im Fußball ist es halt auch so. Wenn du dich für den Verein Kaiserslautern entscheidest, dann musst du halt wissen, dass du halt hier immer unter Druck stehst und eine mentale Stärke an den Tag legen, um letztendlich erfolgreich zu sein. Eine Frage ist noch eingegangen zu den beiden zuletzt getätigten Neuzugängen, Marvin Sänger und Felix Götze. Das sind jetzt Defensivspieler. Sehen Sie in der Defensive den größeren Handlungsbedarf und verfügen beide aktuell über Wettkampfpraxis? Und wie schnell können beide der Mannschaft weiterhelfen und wie schnell sind beide einsatzbereit? Genau, also beide Spieler sind fit, sind im Mannschaftstraining gewesen. Da haben wir uns nochmal überzeugt bei den jeweils abgebenden Vereinen. Sind beide sehr, sehr talentierte Spieler, die jetzt natürlich bei uns auch Spielpraxis brauchen. Da wollen wir sie hinbekommen. Sehr, sehr talentiert, sehr entwicklungsfähig. Und wir sind fest davon überzeugt, dass sie uns hier verstärken werden. Wir hatten halt eher nochmal gesehen, dass wir auf der Position was machen wollen, weil wir einfach sagen, wir haben Jungs, die im Offensivbereich definitiv in der Lage sind, Tore zu erzielen. Das hat Marvin Poirier schon gezeigt, Elias Huth hat es gezeigt, Hanslik hat es gezeigt, Kleinsorge hat es gezeigt in Meppen, Kenny Redondo hat es gezeigt bei seinen Vereinen und dementsprechend waren wir eigentlich davon überzeugt, dass wir in der Offensive jetzt nicht diese Problematik haben und was man auch nicht vergessen darf, nochmal einen Stürmer zu bekommen in dieser etwas schwierigen Transferphase ist auch nicht so leicht, der dir Tore garantiert und dann hatten wir den Fokus eher auf anderen Positionen gesehen. Dann kommt noch die konkrete Frage für den möglichen Kader für das Spiel am Samstag. Jetzt bist du ja gerade erst angekommen. Konntest du dir schon den ersten Überblick verschaffen, wer einsatzbereit ist, wer nicht? Speziell gefragt hier wird natürlich nach Jean Zimmer und Kevin Kraus. Mhm. Beide Spieler sind heute wieder ins Training eingestiegen. Jean Zimmer nach seiner Grippe-Erkältung. Der war heute dann halt mal so ein bisschen anschwitzen, dass wir ihn in den Zustand bekommen, dass er am Samstag spielen kann. Kevin Kraus war so eine kleine Knieproblematik, war aber auch heute im Lauftraining. Und bei beiden sieht es so aus, dass sie dann auch spielen können. Und die Frage, die natürlich nicht fehlen darf, wie sind die ersten Eindrücke vom FCK und von Kaiserslautern, falls du schon was gesehen hast? In der Phase ist es dann halt immer so der beste oder den einzigen Weg, den man kennt, das ist der vom Stadion zu seinem Hotel.
Und ja, ich kann nur sagen, mir gefällt es gut hier. Ich finde es wirklich eine Herausforderung, aber der stelle ich mich wirklich sehr, sehr gerne. Und wir wollen das ganze Ding halt in eine erfolgreiche Bahn lenken. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen würden. So, dann haben wir die Fragen, die im Vorfeld eingegangen sind, abgearbeitet. Bitte um Nachsicht, wenn nicht jede einzelne gestellt werden konnte. Es gab aber für die Medienvertreter auch die Möglichkeit, noch während der Pressekonferenz Fragen zu schicken. Und da gebe ich jetzt mal an meine Kollegin Ann-Kathrin aus dem Off. Sind denn weitere Fragen eingegangen? Ja, hallo zusammen. Danke. Es liegen aktuell nur zwei weitere Fragen vor. Beide an den Trainer vom Marcel Schürmann vom Hellweger Anzeiger, der einmal wissen möchte, Marco Antwerpen, Sie hatten schon einige Trainerstationen in den vergangenen Jahren. Hätten Sie, als Sie das Fußballspielen beim SuS Lünern und beim Königsborner SV in Unna angefangen haben, jemals erträumt, eines Tages Trainer für einen so großen Verein wie den 1. FC Kaiserslautern mit einem so großen Stadion zu sein? Muss ich dazu sagen, ist meine Heimatzeitung aus Unna. Aber von daher, drüber nachgedacht habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, selbst als Spieler nicht immer darüber nachgedacht, ob ich danach Trainer machen möchte. Finde es aber mittlerweile eine sehr, sehr große Herausforderung, das zu machen. Und ich freue mich, dass es geklappt hat bei so einem großen Verein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber darüber nachgedacht früher, als ich bei den kleinen Vereinen in der Nähe von Unna gespielt habe, habe ich eigentlich nie. So, dann, zweite Frage. Genau, dann kommt nochmal die Frage von Marcel Schürmann. Wie sehr tut es weh, dass für den Liga-Endspurt im Fritz-Walter-Stadion keine Fans dabei sein dürfen, die die Mannschaft unterstützen können in dieser Zeit? Ja, man muss ja, glaube ich, immer wieder feststellen, dass das uns am meisten trifft. Ja, wenn du Fans hast oder so eine große Fanbase dahinter, die mit so einer Leidenschaft agieren, dann ist es für so einen Verein doppelt tragisch, dass wir keine Fans in unserem Stadion haben können, weil wir natürlich über angebotene Leistungen auch Fans in unseren Rücken bekommen, die uns stärken, die uns auch nach vorne peitschen, auch in den entscheidenden Situationen. Und ich glaube, für uns ist das schon sehr, sehr bitter und tragisch, dass wir das halt nicht können und die Fans halt einfach nicht im Stadion haben. So, wenn keine weiteren Fragen vorliegen, erstmal danke an Katrin, dann... Ja, sage ich auch großes... Entschuldigung. Gerne. Gerade kam noch eine Nachfrage rein vom Sebastian Zobel vom SWR Kaiserslautern, der nochmal wissen möchte, wie groß der Rucksack der Erwartungen in Kaiserslautern ist, da Sie, Marco Antwerpen, vorher schon den großen Rucksack angesprochen haben, den Carlo Sickinger zu tragen hatte. Wie ist das für Sie selbst? Ich spüre diesen Rucksack nicht. Also ich habe ein breites Kreuz und ich halte viel Druck aus. Von daher stellt sich diese Situation für mich nicht. Ich versuche die Spieler mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein auf den Platz zu schicken. Und das werden wir auch schaffen am Samstag. Und ich kann diesen Druck nicht spüren. So, wenn dann keine weiteren Fragen vorliegen, dann sage ich vielen Dank. Danke an Fritz Fuchs, Markus Merck und natürlich danke an Marco Antwerpen. Danke auch an alle Medien, die dabei waren auf diesem ungewöhnlichen Wege. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir sie alle wieder hier im Presseraum im Fritz-Walter-Stadion begrüßen können und direkt mit ihnen sprechen können. Ist für alle schöner. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.